Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Alderaan. Star Wars Old Republic. Mit Wedge. Habe ich was verpasst? Nicht viel. Ansonsten kannst du das hier eher noch auf YouTube anschauen. So. Die Organa-Schlacht findet Jessa Wilsams Eltern und bewaffnete Intervention. Melde dich bei Darth Victus. Im Glarustal. Und da auch im Glarustal. Und, ja, ich gehe erstmal da oben hoch. Ja, das sieht interessant aus. Großes Gebäude. Ich erwarte da aber eher die Hauptmission anstatt den Handlungsbogen. Oder gar nichts von beiden. Kann natürlich auch sein. Gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten. Wir nehmen uns also das Haus Organa vor, was? Oh ja. Wisst ihr, was ihr tut? Immer, immer. Ich habe irgendwie entweder Serverprobleme oder habe leider keine andere Zeitmöglichkeit aufzunehmen. Meine Bonus irgendwie schon gekriegt? Nö. Nicht schön. Ich mache nichts im Hintergrund, ne? Gar nichts im Hintergrund und trotzdem gerade. Ja. Alter, haben wir von keiner Gilde kontrolliert. Erfahrungspunkte gekriegt. Und das habe ich in letzter Zeit häufiger. Liegt es wirklich am Server, am Game? Liegt an der Hitze an meinem PC. Ich gucke mal einmal im Vermächtnis, weil 300.000 können wir schon mal hier und da ein bisschen was ausgeben. So. Jawohl, 100.000 für das. Auf geht's. Video. Vermächtnis ist die Chance eines aufgewerteten Ergebnisses beim Handwerk. 50 für 100. Das können wir machen. Das kostet nur 10.000. Raumjäger machen wir eigentlich eher weniger. Weltraum nicht. Flashpoint könnten wir mal kommen. Machen wir auch einfach einmal. X-Gebiet-Erfahrung. Einfacher Einsatz. Reparatur. Feld. Postfach-Druide. Das stand ja in den Kommentaren, ob wir die vielleicht nehmen. Um dann die Möglichkeit zu haben, die Map aufzurufen. Gefährtentanz. Oh ja. Erfordert sozial 2 oder höher. Faustangriff, Kracher, blablab. Vermächtnisreise verhindert die Anklickzahl von Schnellreisen. Flottenpass, Das könnten wir, werden wir auf jeden Fall. Schauen wir mal, Datacons Alderaan. Haben wir kein einziges und ich bin jetzt auch nicht gerade in der Lage dazu.
muss ich sagen. Zu wissen, wo jetzt genau alle sind. Auf jeden Fall sehe ich da eine Jedi. Ja, ich glaube, wir haben die Hauptstory gefunden. Lol. Mit uns legt sich besser niemand an. Schon ein bisschen nervig mit diesen ganzen Versetzern, Rucklern und späteren Auslösen der Fähigkeiten. Deswegen wird die Folge höchstwahrscheinlich kürzer werden. Keine Bonusmission. Gesehen, ich hatte ein Standbild. Also ganz ehrlich, ist nicht feierlich. Muss er jetzt aber, wir müssen da jetzt leider durch, weil ich kann natürlich die Story zurücksetzen. Aber die Erfahrungspunkte und alles inventarmäßig, das bleibt ja alles und das würdet ihr da dann nicht zu sehen kriegen. So schlimm ist es noch nicht, dass ich sage, würde ein Neustart. Meister Vulril, Parvin Wilsam, Gregor Wilsam, Organa Verteidigerin. Auf geht's, würde ich sagen, wa? Meister Vulril. Vulrider, oder keine Ahnung, wie wird das ausgesprochen? Wir werden es gleich wahrscheinlich erfahren, oder? Nein, General Giselle hat die Wahrheit gesprochen. Ein Sith ist hinter uns her. Männer, zu mir. Es wird einen Kampf geben. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein einzelner Angreifer an der ganzen Schlossverteidigung vorbei bis hierher schafft. Ich töte jeden, der mir in die Quere kommt. Merkt euch meine Worte. Ich werde euch aufhalten, Sith. Ihr werdet Parvin und Gregor kein Leid zufügen, das schwöre ich. Darauf würde ich lieber nicht schwören. Bitte, wenn wir wirklich der Grund für all diese Toten sind, möchte ich wissen, warum. In Ordnung. Sagt, was ihr zu sagen habt, Sith. Aber ich gehe nirgendwo hin und ich werde sie beschützen, koste es, was es wolle. Klappe, Jedi. Ich kümmere mich gleich um euch. Bitte kein weiteres Blut vergießen. Wenn ihr etwas von uns wollt, bin ich einverstanden, euch anzuhören. Gregor, das muss mit Jessa zu tun haben. Ich weiß es einfach. Hört mit dem Geplapper auf, Weib. Ich wusste, dass sie nicht mit dem Jedi abreisen soll. Jetzt wird sie vom Imperium gejagt. Sith, Jessa war unser Leben. Sie sollte in das Haus Organa einheiraten. Damit wir nicht länger Diener sein müssten. Als sie uns verließ, gaben wir diesen Traum auf. Wir haben seitdem nichts mehr von ihr gehört. Uns wurde gesagt,
dass wir sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen würden. Wir sind einfache Diener. Was könnt ihr von uns wollen? Es ist Zeit, dass ihr beide sterbt. Nein! Ich habe noch nie gesehen, dass ein Sith jemanden so schnell tötet. Ich hatte keine Zeit einzuschreiten. Mein Ego hat mich unvorsichtig gemacht und zu ihrem Tod geführt. Das kann ich nur wieder gut machen, indem ich an euch Gerechtigkeit walten lasse. Nur euer Zorn kann mich vernichten. Lasst ihn raus. Ja, meine Schande muss ausgelöscht werden. Mit uns legt sich besser niemand an. Aber diese, ja, Mini-Hogler, die sind wirklich echt extrem nervig. Und diese Zeitverzögerung und alles. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen gut geschnitten, damit das wenig auffällt. Aber erstmal müssen wir unser Holokommunikator, um ein Gespräch zu führen, benutzen. Allein das dauert schon lange. Ah, mein Schüler. Der Sith Fimbres, der gerade bei Yukendo ist, konnte mich direkt zu dir durchstellen. Ausgezeichnet. Was ist der Stand der Dinge? Man hat mir von deiner Suche nach Jessa Wilsams Familie berichtet. Und ich bin etwas beunruhigt. Was hat man euch berichtet? Yukendo hat mich kontaktiert und berichtet, dass du meinen Auftrag zugunsten eigener Geschäfte vernachlässigst. Was genau hat er über mich gesagt? Sofort. Zuerst das wichtigere Thema. Sage mir, dass du die Familie von Norman Kars Padawan-Schülerin gefunden und ausgeschaltet hast. Sie hat keine Familie mehr. Es ist also alles in Ordnung. Gut. Die Padawan-Schülerin wird sich zweifellos schon vor Schmerz winden. Du übertriffst meine kühnsten Erwartungen an dich und beweist, dass du auf meiner Seite stehst. Was meine Empfänglichkeit für Yukendos Geschwätz über dich nur umso lächerlicher macht. Erzählt ihr mir jetzt, was diese Made gesagt hat oder nicht? Kendo hat unter anderem gesagt, dass du eine Explosion verursacht hast, bei der mehrere Thul-Würdenträger getötet wurden. Ich werde diesen Wurm töten. Ich nehme also an, es trifft nicht zu. Das wäre keine Überraschung. Kendo sagte auch, dass du den General der Organa-Truppen hättest töten können, sie aber verschont hast, was dich zum Verräter machen würde. Das ist gelogen. Ich habe sie getötet. Ich fühle keinen Verrat in dir. Alles, was mich interessiert, ist, dass deine Mission abgeschlossen ist. Aus welchem Grund auch immer dieser Mann dich beschuldigt hat. Ich habe keine Verwendung mehr für Yukendo. Bestrafe ihn, wie es dir beliebt. Wenn es nach mir ginge, müsste er teuer bezahlen. Ich bin schon gespannt, was er selbst dazu sagen wird. Tu, was du tun musst, aber sei schnell. Im Moment ist nichts wichtiger, als die Bedrohung durch Jessa Wilsam auszuschalten. Gehab dich wohl, Schüler. Oha. Was zum Teufel hat der da gesagt? Das ist ja wohl die Höhe. Ja, du kennst du. Also dafür wird er wieder bereuen. Konfrontation mit Kendo. Tritt du Kendo gegenüber. Aber vorher müssen wir natürlich den Handlungsbogen machen. Nicht die Heldmission, den Handlungsbogen. Damit ist die Hauptstory auf Alderaan eigentlich erledigt. Ne? Du Kendo töten und dann haben wir alles erreicht. Dann
geht's weiter. Jessa Wilson bleibt ja eigentlich nur noch übrig, ne? Sonst bleibt ja niemand. Die Familie ist tot, der Meister ist tot. Gut, Norman Carr lebt noch, aber der ist ja bei ihr. Und es ruckelt echt extrem, deswegen mache ich heute mal einfach nur eine 16-minütige Folge und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden dann in der nächsten Folge hoffentlich ohne Schwierigkeiten nach dem Handlungsbogen, nach bewaffnete Interventionen, Meldebedarf, Victus und dem Haus Panthea im Glarus-Tal, werden wir in Angriff nehmen. Und ja, 47 Millionen mit euch sein und all daran ist dennoch ein schöner Planet, auch mit Ruckland und technischen Schwierigkeiten. Das bitte ich nochmals zu entschuldigen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.